Das Wort hat der Kollege Dr. Ilja Seifert für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, es ist sehr erfreulich, dass die Kolleginnen bis jetzt hier eine tolle Generaldebatte über die Behindertenpolitik gemacht haben. Ich will jetzt mal zum Tagesordnungspunkt zurückkehren. Es liegen zurzeit drei Anträge vor, über die wir heute entscheiden sollen. Einer davon ist von der Koalition und verlangt, einen nationalen Aktionsplan vorzulegen. Und zwei sind von den Linken, die einerseits verlangt, den Kostenvorbehalt im § 13 des 12. Sozialgesetzbuches zu streichen und zweitens die europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Jetzt will ich Ihnen mal vorlesen, was die CDU-CSU für eine Begründung hat, warum sie die Anträge der Linken ablehnt. Erstens lehnt die CDU-CSU-Fraktion, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin aus dem Protokoll des Ausschusses, lehnt die Anträge als überholt ab. Wahrscheinlich ist es mir entgangen, liebe Frau Kollegin Michalk. Aber wenn das überholt wäre, dann wundere ich mich, dass immer noch Menschen gegen ihren Willen in Heimen leben müssen. Ich will noch mal so. Und ich kann mich, leider ist es mir auch entgangen, dass Sie wie verrückt in Brüssel dafür kämpfen, dass endlich die Strategie von 2010 bis 2020 umgesetzt wird oder erstmal beschlossen wird. Dann geht es weiter. Ihre Ablehnung wird begründet. Die Streichung des Kostenvorbehalts nach § 13 des 12. Buches Sozialgesetzbuch werde sich eventuell durch andere Maßnahmen erledigen. Das finde ich richtig spannend. Wenn das wirklich so ist, dann ist es mir entgangen, dass Sie heimlich daran arbeiten, den Kostenvorbehalt zu streichen. Dann machen Sie bitte heimlich weiter. Aber irgendwann muss es mal werden. Leider haben Sie es hier zwar angekündigt, aber es ist noch... Hat noch niemand was gemerkt davon. Dann geht es weiter. Insgesamt müsse man, dann lassen wir die Katze aus dem Sack, auch bei der Behindertenpolitik berücksichtigen, dass Steuergelder nur begrenzt verfügbar seien. Das ist eine Binsenweisheit. Wichtig sei auch, keine unerfüllbaren Versprechungen zu geben. Ja, was soll denn das? Gerade haben Sie hier große Elogen auf die Menschenrechtsdimension der Behindertenrechtskonvention gesungen. Gerade haben Sie erzählt, dass es um Menschenrechte geht, die angeblich unteilbar sind und die angeblich auf der ganzen Welt gleichermaßen wirken und selbstverständlich für Menschen mit und ohne Behinderung. Komischerweise, was ist denn das? Was wecken Sie denn für ein unerfüllbares Versprechen für Menschen mit Behinderung, wenn es darum geht, dass sie voll am Leben teilhaben dürfen? Und dann kommt, man müsse realistisch bleiben, ja, der Satz stimmt auch immer, daher würden beide Anträge abgelehnt. Das haben Sie im Ausschuss zu Protokoll gegeben. Das will ich nur mal sagen, mit solchen fadenscheinigen Begründungen lehnen Sie unsere guten Anträge ab. Nun wollen wir mal zu Ihrem Antrag kommen. Der kam im März anstelle des von der Regierung angekündigten Aktionsplans ins Parlament. Das Positivste daran ist, dass wir dann wenigstens eine Debatte über Behindertenpolitik führen konnten. Das hat ja die Regierung nicht mal zustande gebracht, einen entsprechenden Antrag einzubringen. Also Lob dafür, aber nur dafür. Das Ziel Ihres Antrags bestand darin, der Bundesregierung Hinweise zu geben, was denn im Aktionsplan eigentlich stehen müsste und was Sie dort besonders berücksichtigen sollen. Naja, wenn Sie das über das Parlament machen, das ist Ihre Sache, okay. Am 15. Juni nun wiederum hat die Bundesregierung ihren Aktionsplan beschlossen, dass der auf einhellige Kritik aller in der Behindertenbewegung Aktiven stieß, ist hinlänglich bekannt. Das haben Sie hier gerade versucht zurückzuweisen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Aber warum erklärt denn dann die Koalition, also Sie, Ihren eigenen Antrag nicht für erledigt, wenn die Regierung doch schon den nationalen Aktionsplan vorgelegt hat, den wir jetzt erst gerade, was Sie jetzt ja gerade erst verlangen mit Ihrem Antrag? Sie erklären ihn nicht für erledigt, da gibt es eigentlich nur eine mögliche Erklärung. Es könnte ja sein, dass die Bundesregierung in dem Aktionsplan, den sie vorgelegt hat, nicht einmal ausreichend ihre eigenen Forderungen berücksichtigt hat. Wenn dem so ist, oder wenn dem so wäre, dann
dann würde die Koalition ja weitergehen als die Regierung. Komischerweise macht sie es nicht. Aber wenn dem so wäre, dass ihr Antrag weiterginge als das, was die Koalition, was die Regierung jetzt vorgelegt hat, könnte man dem ja zustimmen. Da das aber nicht so ist, sondern Ihr Antrag genauso schlecht wie der nationale Aktionsplan der Regierung, tut es mir leid, dass wir auch Ihren Aktionsplan ablehnen müssen.